Wie sieht's denn aus hier? Die Alliierten mögen mich, die Achsen, ha, die wissen das noch nicht so. Beliebtheit. Ay, caramba! Ein Soldat mag mich nicht. Hm. Ist das gefährlich, wenn die Soldaten mich nicht mögen? Da ist unsere Flagge. Joker Island. Von Callisto Joker geführt. Cheerio, alte Junge. Die Stimmung in den USA ist an einem Tiefpunkt angelangt. Horrible. Benny. Exportieren Sie Obst. Was haben wir denn? Er ist ja nur Bananen. Ananas. Ananas. Ananas ist ja auch cool. Wenn hier einer Ananas macht, bin ich das. Am Arsch, Junge. Ich mach hier Ananas. Keine Arbeiter da. Alle zu faul, oder was? So. Verwalter, Aufseher, Mentor. Menschen. Geburtenrate. Naja. Todesfälle. 83. Arbeitslos 81. Sag mal, seid ihr bescheuert? Geht mal arbeiten. Highschool-Effizienz 100. Naja. Baubüro. Ja, wir verdienen Geld, geben Geld aus. Errungenschaft Großbauer erhalten. Ja, weil ich halt so viele Plantagen habe. Hat zwei Gastarbeiter einladen, der will irgendwie keiner arbeiten. Keine Ahnung, Klinik, Kirche. Eine Polizeiwache. Oh, da wollen wir mal die Kriminalitätsrate hier senken. Die ist nämlich momentan recht hoch. Bauen wir gleich zwei Stück. Damit sich das auch lohnt. Es lädt. Irgendwas passiert. Ah, die Alliierten haben mir Geld überwiesen. Aha, sehr schön. Maschinengewehre. Maschinengewehre. Überall Maschinengewehre rauf. Ohne Maschinengewehr, ohne mich. Oh, jetzt sieht er hier fast aus wie Stau. Ölbohrturm, Hydrokulturen. Meinen die bei Hydrokulturen Marihuana? Kraftwerk. Das heißt, es gibt bald Strom in Tropico.
Mit Parkplätzen. Ja, das funktioniert. Das bringt alles Geld ein. Das ist schön. Bauxit gibt's da oben nochmal. Jetzt kann ich wieder bloß bis hier bauen, weil das nicht ganz erkundet ist da oben. Das ist immer nervig. Ich denke mal, ich bin eigentlich ganz gut geschützt. Mit Waffen und so weiter. Mietskasernen schon wieder. Ich habe echt so wenig Platz für die ganzen Einwohner. Hatten wir nicht schon mal eine Mietskaserne gebaut? Ah, hier steht einer. Beengtes Wohnen. Nee, das Schönheit. Naja, mein Gott. Scheiß mal auf die Schönheit. Fix mal noch zwei Hütten modernisieren. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass die USA schon bald die Prohibition einführen werden. Wir brauchen eine Rumdistillerie. Well done. Es hat zwar nichts gebracht und das Land ist offiziell in einer Wirtschaftskrise, aber wir schätzen Ihre Bemühungen. Lassen Sie uns etwas anderes versuchen. Mehr Außenhandel. Mehr Regierungsausgaben. Mehr Außenhandel. So, Rumdistillerie. Zucker haben wir ja. Haben wir ja schon mal vorher vorproduziert. Gib mal wieder Schotter ohne Ende. Präsidente? Militärische Anführer. Toten, Bestechten, Verbannen. Bestechten. Die Zustimmung des Bürgers, unserer Partners und erhöht die Familienwohlstand. Die Ziele und Partner und Ziele beeinflusst diese Aktion und Fraktion. Hier sind unsere neuesten Forschungsergebnisse. So, neue Forschungsergebnisse. So, haben wir Panzer. So, gleich gibt's hier rum. Gleich wird gesoffen. Sag mal. Einmal nach wie obdachlos. 63. Wie viele Hütten soll ich denn hier bauen, Alter? Wohn. Mietskaserne. Passen 12 rein. Ja? So. Könnt ihr voll eine Runde abmietskasieren, könnt ihr. Meine Güte, 418 Leute und alle wollen wo wohnen. Profit erzeugt Gesamtverbrauch, gesamter Strom. Braucht keiner Strom. Eine Unität. Wir bauen jetzt eine Unität. Eine Universität, ja. Und zwar dorthin. Neben einem kleinen Laden. Das ist doch nicht schlecht. Vielleicht noch einen kleinen Parkplatz hier, so zwischen. Nee, da geht keiner zwischen. Aber hier, um mal die Hütten zu entfernen. So, jetzt haben wir ein bisschen Minus, aber das Geld kommt schon rein. Da mache ich mir keine Sorgen ums Geld. Mhm.
Öl. Irgendwo was. Öl. Ein Umspannwert erhöht die Reichweite des Stromnetzes. Kick einer an. Ah, ich muss die auch noch elektrifizieren lassen, ja? Ist das bei den Mietskasernen auch? Oh, die haben jetzt erstmal alles Strom gekriegt. Die Prohibition hat begonnen. Zeit, den Markt. Mehr Handel? Was für eine Bauen Sie einen Trockendock mit allen Verbesserungen. Muss ich erstmal wieder erforschen, ne? Ja, den Kompass. Boah, kann auch dauern, meine Freunde. Rumexport. Ist denn unser Rumgerät schon fertig? Hier oben? Hier irgendwo? Ja, läuft. Ach, wir sind mal wieder pleite. Das, obwohl wir so viel geilen Scheiß exportieren, ne? Ich baue hier mal eine Straße in der Umgehung hin. So. Unsere Freunde in den USA sind nicht begeistert. Ich würde sogar sagen, dass sie ausgesprochen ungehalten darüber sind, dass wir Rum in ihr Land exportieren. Theophilo Joker geht da mal hin. Der macht das schon. Die kriegen meine Kohle nicht. Die USA, die soll man nicht rumheulen. Prohibition, hat hier sonst nichts zu tun. Kann auch mit dem Militär kommen. Warte nur auf meine Panzer. Hier, schön 23.000 wert. Schon wieder Bürger angekommen. So, die haben ja alle Strom. Wie sieht das jetzt aus? Passiert da jetzt was mit dem Strom? Ja. Kohle wird gekauft, deswegen nicht so viel Profit. Erzeugt, Verbrauch, ist auch ein bisschen Strom da. Das heißt, wir bräuchten theoretisch noch ein Kraftwerk, wenn wir überall Strom Kamerad Präsidente, das Rote Buch sagt, dass die Menschen der Revolution nicht einfach nur durch den Kampf gegen das... Wohnungszufriedenheit. Soll ich das denn machen? Oh, wir können auch mehr Fabriken bauen. Eine Textilfabrik bauen wir mal noch. Hinten wird dann halt hardcore-mäßig gebaut. Ihr wackeres Familienmitglied hat beschlossen, lieber in den USA zu bleiben, um ein reicher Verbrecherfürst zu werden. Haha! Hammergeil. Ah, wir haben keine Kohle mehr. Wohnungszufriedenheit um 1 gesteigert. Na, immerhin. Gibt da jetzt auch welche, die haben schon Strom. Na, es wurde wieder exportiert. Sehr schön. Sehr schön.